Ja, hallo. Herzlich willkommen. Wir haben den Vortrag Chaos im Kopf, Getting Things Done. Getting Things Done ist so eine Methode, wie wir das Chaos im Kopf verhindern und am Ende nicht mehr so ausschauen wie die beiden hier im Bild, sondern vielleicht ein bisschen gechillter. So. Dann kurz über uns. Ich bin der Mo oder Matt, habe ursprünglich Physik studiert, Master. Verschiedene Sachen, ein bisschen als Programmierer gearbeitet im Automotive und jetzt aktuell bin ich in der QM tätig und einer meiner Fokusgebiete ist einfach Leute organisieren und macht mir auch Spaß, Leuten dabei zu helfen, sich zu organisieren oder generell eben weiterzubringen, Informationsaustausch. Genau. Ich bin die Mara. Ich habe Bachelor of Science, Master of Engineering. Ich bin tätig als Admin und auch Qualitätsmanagement in einem sehr kleinen Unternehmen. Und meine Lieblingsbeschäftigung ist, Leuten Passwortmanagern anzudrehen. Ja, also unser Plan ist, wir sehen aus wie die linke Katze. Meistens ist das ziemlich viel Ärgernis, wenn man sich überhaupt nicht mehr auskennt, aber ich meine, die meisten Menschen haben sehr viele Sachen zu tun. Und am Ende wollen wir so zufrieden ausschauen wie auf der rechten Seite und alles sortiert und einzeln erledigen, jeden Schritt nacheinander. Genau. Und jetzt fange ich erstmal mit der Demo an, um kurz zu zeigen, wie das funktionieren kann, dass man sieht, wie funktioniert das. Wichtig ist immer das Konzept und nicht die Tools. Ich hoffe, dass man es halbwegs lesen kann. Ich erkläre es trotzdem mal. Man braucht verschiedene Boxen oder Zettel. Also es reicht da Zettel, Stift und als Schreibtisch kann man Tür aushängen, quer rüber packen über zwei Aktenschränke und schon hat man ein Büro und kann arbeiten zum Beispiel. Oder digital einfach Textfiles und später gehen wir ein bisschen auf die Tools ein, wenn man es fancy haben will, aber wichtig ist das Konzept und da kann man mit allem arbeiten. Ich habe jetzt quasi links oben Waiting ist ein Zettel, meine To-Do-Liste oder Next Action-Liste ist dann drunter links quasi, dann Maybe als letzte nächste Liste, eine Liste mit all meinen Projekten quasi. Dann habe ich einen Kalender, meistens Outlook bei den Leuten. Referenzen, das ist dann so mal ein persönliches Archiv, sowas wie persönliches Archiv im Sinne von einfach eine Datenbank oder ein Ordnersystem oder ein Personal Knowledge Management System, wo ich später dazu eingehe, und eine Inbox. Eine Inbox kann digital sein, eine E-Mail-Inbox oder ein Textfile oder wenn es jetzt physisch ist, zum Beispiel einfach so eine blaue Inbox am Tisch, wo man alles reinpackt, also Briefe, wenn die kommen, alles rein. Ich habe das jetzt einfach mal für einen Talk vorgefüllt mit möglichen Punkten in der Inbox, also Mate trinken, Talk vorbereiten und so weiter. Und geht jetzt einfach mal beispielhaft durch, wie man es im System dann machen kann. Also Inbox ist zum Sammeln und einmal am Tag oder je nachdem, wie oft man es braucht, verarbeitet man die Inbox quasi. Wichtig ist, man nimmt eine Sache von ganz oben, verarbeitet die, das sollte 1, 2 Minuten dauern, nicht länger, schaut nicht auf die nächste Sache und trifft wirklich eine Entscheidung, also was ist zu tun. Erste Mate trinken dauert nicht länger wie 2 Minuten, also trinke ich direkt zum Beispiel. Thema erledigt. Nächster Punkt, Eager Talk vorbereiten. Das ist meistens ein bisschen mehr zu tun, deswegen packe ich das links unten in eine Projektliste. Ich hoffe, man kann es sehen, ansonsten ich erkläre es jetzt auch parallel. Das heißt, ich habe das Projekt Eager Talk vorbereiten und kann das dann zum Beispiel splitten in mehrere Sachen. Wie zum Beispiel lege ich jetzt ein To-Do an, dass ich sage, okay, PowerPoint-Ordner anlegen oder Git-Ordner anlegen. Ich bin nur im falschen Modus. Genau, also sage ich jetzt zum Beispiel einfach Git-Repo aufsetzen. Und kann mir zum Beispiel am PC oder im Personal Knowledge Management oder Wissensarchiv oder wo auch immer einen Ordner machen für das Projekt. Physisch einfach eine Box zum Beispiel. Ich werfe alles rein, den ganzen Kontext. Wenn es jetzt irgendwie arbeitsmäßig ist, kann ich zum Beispiel auch einen Ordner machen für die ganzen Mails und so weiter, die ich dazu brauche. Dann ist das alles benannt und wenn ich dann das Projekt weiterarbeite, habe ich alles da. Und kann halt dann auch wöchentlich durchschauen, dass ich zu jedem Projekt immer mindestens ein To-Do habe, damit ich das auch vorwärts bringe. Weil ein Projekt ohne To-Dos ist einfach nur ein Traum, der nie fertig wird. Genau, dann Gedanke, die Welt ist schön, kann man was draus machen. Was ich, wenn man irgendwas im Kopf hat, einfach reindampen und weitermachen. Da kriegt man Zeug aus dem Kopf raus, wird nicht verwirrt, kann weiterarbeiten. Gerade wenn man viele Ideen hat, sehr kreativ ist oder so, kann ich jetzt dann zum Beispiel sagen, okay, ist was zu tun? In dem Fall, nee, doch nicht. War zwar ein toller Gedanke, aber abends merke ich, brauche ich nicht. Also Müll, wegwerfen einfach. Info, Iga ist in Bamberg, Zug fährt um so und so viel Uhr, ist zum Beispiel jetzt eigentlich nur eine Info, das heißt, ich packe es in meine Referenzen rein, das ist dann eben später ein Ordner, hier beispielhaft ein File und kann dann nachschauen, wenn ich wissen will, wann geht der Zug, wo ist die Iga, genau.
Dann Beispiel Spanisch lernen. Das ist jetzt einfach so eine Sache, okay, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich würde so gerne machen, ich will es nicht aus den Augen verlieren, also packe ich es in Maybe rein, weil es so Dinge sind, die man irgendwann tun will, nicht dringend sind, jetzt noch kein To-Do. Und dann kann man regelmäßig, je nachdem wie viel Leidensdruck oder sonst irgendwie man hat, die Maybes durchgehen, jede Woche, jeden Monat, je nachdem. Und dann immer schauen, ob es vielleicht doch ein To-Do wird oder ob man doch sagt, okay, nee, das habe ich jetzt 2 Jahre nicht gemacht, meine Prioritäten haben sich geändert, mein Fokus hat sich verschoben und dann löscht man es. Genau, dann IGA halten, Freitag um 10 Uhr, das ist dann ein Kalender zum Beispiel, also kommt das beispielhaft, also ich habe jetzt kein Outlook offen, aber das Konzept ist klar, in den Kalender rein, Freitag 10 Uhr, IGA-Vortrag, 18 Uhr, hat es jetzt verschoben auf 19:30 Uhr, genau. Fahrgemeinschaft für IGA-Fragen bei Person X. Das ist jetzt ein klassisches Beispiel, das ist ein To-Do, das heißt, ich schiebe es jetzt als To-Do rein, arbeite dann mein To-Do ab und sobald das To-Do noch abgearbeitet ist, packe ich es vom To-Do ins Waiting und sage zum Beispiel, seit wann warte ich drauf, seit 2023, was haben wir heute, am 21.07.21, warte auf Rückmeldung oder so. Dadurch weiß ich automatisch, wenn ich irgendjemandem was delegiere, gerade in der Arbeit, wenn es viele Themen sind, deutsche Layout, ja genau, dass man weiß einfach, wie lange ist das schon her und kann jede Woche zum Beispiel durchgehen und sehen, okay, ich gebe dem noch Zeit oder ich laufe dem Menschen nach und schaue, dass es weitergeht. Das zum Beispiel, wie der ganze Workflow sein kann und dann geht es jetzt wieder weiter mit den Konzepten, um ein bisschen das System dahinter zu verstehen. Dankeschön. Genau, Getting Things Done hier nochmal. Es geht darum, den eigenen Denkprozess zu externalisieren, also ein externes System reinbekommen, damit der Kopf frei wird am Ende. Und es geht auch darum, je weniger neue Tools man am Anfang lernt, desto besser. Und deswegen reicht auch Papier und Stift oder, wie du es schon gesagt hast, Tür und... Und Text, einfach nur ein paar Zettel und Stift, ja. Genau, und das Konzept lässt sich zusammenfassen in diesem Bild. Sammeln, verarbeiten, organisieren, durchsehen und erledigen. Und auf der rechten Seite seht ihr ein bisschen, was das bedeutet. Wir fangen als erstes an mit Sammeln. Sammeln ist prinzipiell, da kommt alles rein. Also E-Mails, Papierkram, Post, Notizen aus irgendeinem Meeting, Verpflichtungen, Ideen. Und alles, was mit den Verben könnte, sollte, müsste, möchte ich vielleicht, wäre schön, wenn irgendwie besetzt ist. Das kommt alles zu dieser Katze in der Box. Und Werkzeuge gibt es natürlich verschiedene. Physikalischer Eingangskorb, das kann so ein Holzkorb oder Plastik, ein wirklicher Korb sein. Meistens, ich schmeiße da immer gleich meine Post rein. Stift und Papier, das ist meistens sehr nützlich, wenn ich meine Gedanken loswerden will. Manche Leute benutzen auch Smartphones inzwischen, für sowas wie mündliche Notizen, also wirklich Sprachnachrichten. Die muss man halt dann am Ende wieder abhören. Und genauso jeder von uns hat mindestens ein E-Mail-Fach und das ist auch ein Eingangskorb. Genau, wichtig ist halt wenig Inboxen, damit man sich nicht verliert, dass man die auch regelmäßig durchschaut und nicht 5 Inboxen hat, die man abklappern muss jedes Mal. Also möglichst zusammen konsolidieren, genau, Mail-Forwarding etc., wenn man mehrere Mailadressen hat. Und es muss schnell gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel man arbeitet, der Chef will was von einem, dann macht man sein Capture-Tool auf, mit dem man was in die Inbox packt, schreibt es auf und weg. Das muss auf ein paar Sekunden gehen und erreichbar sein, um einfach die kognitive Last sozusagen zu reduzieren, dass das den Kopf nicht stresst und dann geht es ohne Mühe. Genau, für die meisten Menschen, die Arbeit und Privatleben trennen, ist mal gut, wenn man tatsächlich auch mindestens zwei verschiedene Inboxen für sowas hat. Und hier ist sozusagen eine Art Übung, die ihr danach machen könnt. Das ist erstmal eine Gedankensammlung. Das heißt, wenn ihr euch entschieden habt, welche Tools ihr als Eingangskorb verwenden wollt, dann setzt ihr euch hin und macht wirklich, also ich habe eine Stunde gebraucht, aber 30 Minuten bis eine Stunde hinsetzen und alles aus dem Kopf raus, was da sich die Jahre angesammelt hat. Und tatsächlich jeder Gedanke ein Zettel, damit man sie einzeln gut verarbeiten kann. Und dann in den Eingangskorb ablegen. Und dann erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ihr werdet euch richtig befreit fühlen. Genau, und nächster Punkt, verarbeiten und organisieren. Ich habe die zusammengefasst, weil wenn man das zum ersten Mal macht, braucht man beides. Und wir fangen als erstes mit organisieren an. Und da geht es darum, wohin packe ich denn jetzt eigentlich meine Informationen?
Und dann haben wir hier die oberen vier Listen. Das heißt nächste Schritte, warten auf, irgendwann vielleicht und die Projekteliste. Darunter seht ihr noch den Referenzenordner. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Das kann auch ein physikalischer Ordner sein. Am besten von A bis Z sortiert. Dann haben wir einen Terminkalender. Da kommen wirklich nur feste Termine rein, die nicht verschoben werden können. Ein Meeting, was auch immer. Und der Müll, das ist keine richtige Liste. Das ist tatsächlich einfach nur der Mülleimer. Genau. Und der Referenzenordner sollte einfach eine flache Ordnerstruktur sein, am besten A bis Z. Nicht, dass man auch mal Kategorie A und dann unter Kategorie B aufteilt und dann sucht man es unter Kategorie B und dann A etc. Und wenn man es flatten, eine flache Liste hat, dann ist das einfach vermieden. Der wichtigste Punkt bei der nächsten Schritteliste ist, dass es wirklich ausführbare kleine Schritte sind. Es muss formuliert sein mit Verben, die sagen genau, was ich mache, weil am Ende des Ganzen, wenn ich fertig mit Organisieren bin, und fertig alles vorbereitet habe und ich erledigen möchte, dann gehe ich nur noch die nächste Schritteliste durch. Und die nächste Schritteliste, da steht dann More anrufen. Also da steht wirklich immer ein Verb dabei. Warten auf ist, wenn ich schon was rausgeschickt habe und warte eigentlich nur auf eine Antwort. Irgendwann vielleicht ist die erleichternde Liste, wo man alles hinschiebt, was man jetzt gerade nicht machen möchte, kann, warum auch immer. Und die Projekteliste ist so eine Übersichtsliste. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Und zwar haben wir einen hier sehr einfachen Entscheidungsbaum. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Eingangskorb, nachdem ich meinen ganzen Gedankenmüll dahin verfrachtet habe? Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, muss ich etwas tun? Ist eine Aktion erforderlich? Wenn nicht, dann gibt es genau drei Sachen, die ich damit machen kann. Entweder ich schmeiße es gleich weg, es war eine Information, muss ich nicht mehr auf, also ist jetzt in meinem Kopf, aber brauche ich nicht mehr, einfach in den Müll. Ist eine Referenz. Brauche ich vielleicht später nochmal sowas wie Geburtsurkunde oder so? Das kann man in die Referenz packen. Und irgendwann vielleicht, ja, ich habe mir halt überlegt, ich möchte ein Schlauchboot kaufen, aber ich habe jetzt gerade kein Geld und eigentlich weiß ich auch noch nicht, ob ich irgendwann damit in den Urlaub fahren will. Also kommt es auf irgendwann vielleicht, weil ich doch irgendwie so einen Wunsch habe, irgendwann mal ein Schlauchboot zu besitzen. Wenn ihr eine erforderliche Aktion habt, also ja, dann muss ich mir überlegen, ob es mehr als zwei Schritte hat. Denn wenn es mehr als zwei Schritte hat, kommt es erstmal auf die Projekteliste. Und dann müssen wir zur Projekteplanung. Wenn es weniger als zwei Schritte... Ab zwei Schritte, oder? Ab zwei Schritte, genau. wenn es nur einen Schritt hat, dann ist noch die Entscheidung, kann ich es in unter zwei Minuten erledigen? Meistens hat man E-Mails, wo man einen Satz antworten kann, dann macht man es am besten gleich, weil dann dauert das Aufschreiben oder die Überlegung, wo ich es jetzt hinpacke, länger, als es tatsächlich zu erledigen. Und auch wenn man das dann wieder aus der Inbox nimmt und überlegt, um was geht es jetzt überhaupt, bis man es wieder in sein Hirn reinlädt, sozusagen kognitiv, mental, sind auch schon wieder zwei Minuten meistens vergangen. Und dann gibt es da, wenn es länger als zwei Minuten dauert, noch die Optionen delegieren, also sorge ich dafür, dass es jemand anderes erledigt. Danach muss es aber auf die Warten-auf-Liste. Und sonst habe ich noch verschieben. Das bedeutet, ich schreibe es auf die nächste Schritteliste oder in den Terminkalender. Das ist im Endeffekt auch genau ein Workflow, wie ihr eine Demo gesehen habt. Und plus beim Arbeiten gibt es nur den Terminkalender und nächste Schritte. Der Rest ist die Strukturierung. Hier haben wir noch eine kleine abgespeckte Variante, wie plane ich ein Projekt. Das gilt vor allem für größere Projekte. Wenn ich ein sehr kleines Projekt habe, habe ich meistens nur, was ist mein Ziel? Bei größeren Sachen ist es schon wichtig, dass man die natürliche Planungsphase durchgeht. Das ist etwas, was man normalerweise auch intuitiv machen würde. Das heißt, ich frage mich als erstes, warum mache ich das Ganze, also Zweck und Absichten. Das zweite sind die Grundsätze. Das ist meistens in einem Unternehmen eher sowas wie die Unternehmensphilosophie plus du hast ein maximales Budget von so und so viel und mehr möchte ich dafür aber nicht ausgeben. Geistige Vorwegnahme ist tatsächlich so eine Art träumerisches Überlegen, wie ich mir das ideale Ergebnis vorstelle. Also da soll man sich wirklich zusammensetzen und sagen, wenn alles perfekt läuft, wie sieht es dann aus? Weil man sich auch auf etwas freuen soll, während man das plant. Das nächste ist Brainstorming, das ist sehr bekannt. Brainstorming bedeutet, man haut einfach alle Ideen rein und judge sie nicht. Und beim fünften Punkt organisieren bedeutet es, dass man den ganzen Brainstorm-Müll ein bisschen sammelt, also zusammenstaucht und tatsächlich in die feste Planung übergeht. Und natürlich, das wird der wichtigste Punkt, nächste Schritte definieren, weil sonst kann man nicht daran arbeiten.
Jetzt sind wir schon beim Durchsehen. Es gibt die Möglichkeit, also was heißt die Möglichkeit, man sollte tägliche Durchsicht durchgehen. Da geht es darum, dass man als erstes normalerweise den Terminkalender checkt. Meistens so um, ich weiß nicht, wann ihr anfangt, 11 Uhr vormittags mit dem Arbeiten, sollte man als erstes schauen, habe ich da einen Termin drin? Weil es kann ja sein, dass ich um 11 Uhr direkt gleich einen Termin habe. Muss ich reinschauen? Das zweite ist Dringlichkeitsprüfung. Da überprüfe ich, wie dringend habe ich jetzt noch die Sachen zu erledigen, meistens auf den nächsten Schritte oder selber noch mal im Terminkalender. Ach so, ich habe in einer halben Stunde ein Meeting, vielleicht sollte ich noch mal kurz drüber schauen, ins letzte Protokoll oder so. Dann geht es darum, die wirklich komplette nächste Schritteliste einmal anzuschauen und für den heutigen Tag auch festzustellen, welche nächste Schritte mache ich heute. Dann haben wir noch Zeit zum Verarbeiten blockieren. Das bedeutet eigentlich, dass ihr mindestens 60 bis 90 Minuten am Tag noch blockiert. Und das Letzte ist, man sollte die Eingrenzungskriterien mit einbeziehen. Die stehen auf der nächsten Folie. Genau, die kommen jetzt gleich. Zum Blockieren ganz kurz. Später braucht man die halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden nicht mehr. Aber auch wenn man sie braucht, ist anfangs der Overhead, um es zu lernen. Und wenn man es gelernt hat, die halbe Stunde hilft einem, weil es kostet zwar eine halbe Stunde in der Woche oder eine Stunde oder zwei, aber doch wisst ihr in der beschränkten Zeit, die ihr habt, weil meistens ist zu viel zu tun und muss priorisieren, was das Wichtigste und Dringlichste ist. Und dadurch hat man wieder Zeit gewonnen, weil man im richtigen und wichtigen Arbeiten arbeitet. Und genau. Die Eingrenzungskriterien, die kann man vierteilen. Das ist einmal Kontext. Da geht es hauptsächlich darum, wenn ich gerade Auto fahre, sollte ich vielleicht nicht meine E-Mails checken. Es gibt Leute, die das machen, aber es ist sehr ungesund. Da telefoniert man meistens eher im Auto. Wenn ich jetzt zu Hause bin, dann weiß ich, ich kann halt nur die Sachen erledigen, die ich zu Hause habe. Da kann man auch die To-Do-Liste splitten in Unterlisten, dass man einfach dann die To-Do-Liste Unterbeschrift macht, zu Hause, Arbeit etc., weil die anderen To-Dos kann ich eh nicht erledigen, also sind die irrelevant. Genau. Ja. Der zweite Part ist verfügbare Zeit. Wenn ich um 17 Uhr, ihr arbeitet länger wahrscheinlich, 20 Uhr feststelle, ich habe nur noch eine Stunde, und dann wollte ich eigentlich in den Hackspace gehen, dann sollte ich vielleicht kein 4-Stunden-Projekt anfangen. Und verfügbare Energie ist sowas wie, die meisten Menschen haben, sag ich mal, in den ersten 4 Stunden des Tages mehr Energie als in den letzten 4. Das heißt, ich muss mir natürlich einteilen, für was brauche ich jetzt viel Energie, für was brauche ich weniger Energie. Und das Letzte ist Prioritäten. Da gibt es einen wichtigen Merkspruch. Ja. Und zwar, du hast keine Prioritäten, andersrum, du setzt keine Prioritäten, du hast welche. Meistens wird es suggeriert, dass man Prioritäten setzt, aber meistens hat man schon welche, wenn man sich das eigentlich zum ersten Mal anschaut und weiß, ich habe mehr Bock, jetzt dieses Boot zu bauen, als eigentlich meine Steuererklärung zu machen. Da gibt es auch wieder verschiedenste Punkte. Also man kann die Priorität mit Eisenhower-Matrix machen, wichtig und dringend oder Prio A, B, C etc. Das Wichtige ist das Konzept, wenn man es verstanden hat, dann einfach umsetzen und jeder findet so seine eigene Wohlfühl-Prioritäten-Konzepte, sage ich mal. Aber das grundlegende Schema ist das gleiche. Also wenn man die Formel dahinter verstanden hat, dann kann jeder das nutzen und für sich anpassen. Der Wochenüberblick, den sollte man wöchentlich machen. Da geht es hauptsächlich darum, dass man einmal komplett alle Listen wirklich aufräumt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man sollte sich schon versuchen, auf 30 Minuten zu begrenzen, auch wenn es länger dauert. Einfach, weil es am Anfang, wenn ihr zum ersten Mal euer Gehirn entleert habt und den ganzen Schmarrn durchgemacht habt, das kann sich über Stunden hinwegziehen, wenn man natürlich faul war, was ich auf jeden Fall nie bin. Am Ende des Monats feststellt, scheiße, ich muss jetzt nochmal eine Wochendurchsicht der letzten 4 Wochen machen, dann ist es nicht gut, wenn man dann 4 Stunden lang verzweifelt versucht, alles aufzuräumen. Das ist bei mir zum Beispiel genau anders, aber das ist wieder so, was man individuell anpassen muss. Ich nehme die Stunde, weil ich will alles durcharbeiten, weil ich muss den gesamten Überblick haben, was zu tun ist, damit ich in Ruhe priorisieren kann und die Sachen nicht mehr im Kopf habe, weil es stresst einen dann kognitiv und so kann man sich dann wirklich auf die Arbeit fokussieren, ohne eben noch die Sachen im Kopf zu jonglieren. Aber das sind so Sachen, da gibt es später noch verschiedene Konzepte, weil das jetzt Getting Things Done, weil es alles enthält. Es gibt zum Beispiel auch Sento dann für Leute, die eben nicht alles auf einmal haben wollen, sondern einfach sich nur 2, 3 wichtigsten Schritte rausnehmen oder eben Timeboxen wie die Mara. Deswegen, das sind dann Individualisierungen, gerne auch für Fragen oder so später, wenn es wäre, können wir gerne helfen, weil da findet jeder seine eigene Methode. Mhm.
Ja, die offizielle Empfehlung ist, Privat und Arbeit nicht zu trennen bei der Wochenübersicht. Das mache ich zum Beispiel selber auch nicht. Einfach das Grundprinzip dahinter ist, wenn man Privatstress hat, dann bringt man die immer mit in die Arbeit. Deswegen sollte man alles auf einmal bearbeiten und nicht irgendeinen Teil davon liegen lassen. Auch den privaten Teil nicht. Und erledigen, die eigentliche Arbeit erledigen. Danach kommt schon was anderes, weil erledigen, da macht man nichts anderes, außer das, was in der nächsten Schritteliste steht. Genau. Ja, das ist das Konzept. Das Konzept findet ihr überall übrigens wieder. Also ob ihr jetzt Getting Things Done habt, Zentudan, Kanban, Scrum, Bullet Journal, irgendwas ist immer das gleiche Zeug. Und das ist ein Beispiel, wie es bei mir täglich ausschaut meistens. Also ich schaue morgens erstmal meine E-Mails durch, sind da irgendwelche Meetings drin oder direkt im Kalender, wenn die noch was Pending oder Tentative drin sind im Outlook. Dann weiß ich, okay, eine halbe Stunde ist Meeting oder so. Schau, ob wichtige, dringende E-Mails sind, mit Ausrufezeichen oder sonst irgendwie, so kurzes Überfliegen. Weil das sind die Interrupts, die durchkommen, sage ich mal. Und danach schaue ich einfach, weil ich vorher geplant habe, nur meine To-Dos durch. Und ich habe einen Kalender, da sind meine Kalendersachen drin. Und meine To-Dos habe ich für den Tag bzw. die Woche bereits in die Lücken im Kalender reingepackt. Da habe ich einen zweiten Kalender, lokal in Outlook, den sehe nur ich. Und kann dann mit dem übereinander gelegt immer sehen, in die Lücken, wie viel Zeit habe ich, wie viel Puffer ist drin. Ist mein Vorteil, weil ich in einem Bereich gearbeitet habe, wo teilweise 3-4 Mal am Tag neu priorisiert wird. Und dann hilft es eben per Drag and Drop die To-Dos umzuschieben. Dann weiß man sofort, kann ich machen, kann ich nicht machen, kann ich eskalieren zum Chef, dass ich mehr Ressourcen brauche. Beziehungsweise kann ich sagen, mache ich nächste Woche, wenn es heißt, muss diese Woche gemacht werden. Kann sagen, okay, was soll ich stattdessen liegen lassen? Und dadurch habe ich meine Pflicht als guter Arbeiter getan. Ich habe die Hand gehoben, wenn es was gibt. Und der Chef kann priorisieren, delegieren, Ressourcen anfordern etc. Genau, also schnelle Umplanung möglich, steht auch da. Ja, und dann gibt es für mich nur die To-Do-Liste in den Kalender. Wenn irgendwas dazwischen kommt, capturen, Inbox und fertig. Abends ist dann ein Zeitslot vom Feierabend, wo ich in Ruhe das Liegengebliebene nochmal neu verplane, wenn ich irgendein To-Do nicht geschafft habe, umschiebe das Ganze, vielleicht auch Resümee passiere, wenn ich sage, was kann man besser machen oder sonst irgendwie so ein bisschen mal drüber nachdenken beim Kaffee. Leer die Inbox, also die ganzen Capture-Tools und alles, neues Verplanen, siehe Entscheidungsbaum. Und kann auch strategisch planen, also wirklich, was ist wichtig von Projekten und nicht nur, was ist jetzt dringlich. Wöchentlich ist das Gleiche, nur Bigger Scope, meistens Freitag bei mir. Da kann man eben längerfristiger planen, also nicht für eine Woche, wo ich dann die nächste Woche vorbereite nur, sondern man kann auch schauen, okay, komme ich hin in das Ziel, was in 1-2 Jahren ansteht. Und das kann man halt zwischendurch machen, also gerade wenn ich komplett überladen bin, weil immer mehr Interrupts reinkommen und man keine Zeit hat, weil man so viel gleichzeitig machen muss, muss man sich eine halbe Stunde nehmen, um erstmal alles zu sammeln, Inbox zu leeren, weil ich nicht weiß, was alles brennt und was zu tun ist, kann ich nicht die dringendste Flamme löschen sozusagen, wenn man jetzt im Taskforce-Feuerlöschmodus ist und nicht im Kreativmodus, wo man strategisch langfristig arbeiten kann. Also gerade da, wo man keine Zeit hat, muss man am ehesten sich die Übersicht verschaffen und eine kurze Pause reinhauen. Genau. Ja, mein Alltag ist nicht ganz so strukturiert. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich in der Früh mal auf den Terminkalender schaue. Meine Handy-App zwingt mich auch meistens dazu. Und die nächsten Schritte, die schaue ich meistens als nächstes an, wenn ich tatsächlich mal Ruhepausen habe und Zeit habe, meine eigenen Sachen zu erledigen. Und versuche das Gleiche auch abends zu machen, damit ich mich am nächsten Tag nicht so erschrecke, wenn dann ein Termin um 9 Uhr drin liegt und ich erst um 10 da bin. Der zweite Punkt ist eben dieses Verarbeiten, Organisieren. Die Zeit, ich lege mir die tatsächlich nicht komplett fest, aber ich gehe davon aus, dass 60 Minuten mindestens draufgehen, nur damit ich mein Zeug hin und her schiebe und aus dem Meeting herausnehme, ach so, das ist meine Aufgaben, das ist Warten. Dafür brauche ich tatsächlich diese Zeit. Und es ist natürlich wichtig, die Eingrenzungskriterien zu beachten. Und da geht es auch, also wie gesagt, Kontext, verfügbare Zeit, verfügbare Energie und Prioritäten. Das sind meine Kriterien, wie ich entscheide, was ich als nächstes mache. Meistens ist auch verfügbare Energie das Entscheidende, weil man dann selber entscheiden muss, wie viel habe ich denn, welche Ressourcen habe ich selber überhaupt noch. Tipps und Tricks, das ist jetzt sozusagen das Add-on des Vortrags. Da fangen wir an mit Zentudan. Genau, also Getting Things Done war jetzt das komplette Konzept. Das ist für Leute, die wirklich von 0 auf 100 gehen wollen. Ich habe das damals vor 15 Jahren gemacht, dass wirklich alle meine Gedanken auf Zettel geschrieben habe und alles rein, alles verarbeitet, gesamtes System aufgesetzt, war ein Wochenende beschäftigt und war ready to go. Zentudan ist für eine andere Art Kopf, dass man einfach sagt, okay, 10 Schritte,
Und den ersten Monat übe ich nur den ersten Schritt, sammeln. Das heißt, einfach nur capturen, Inbox, bis das drin ist. Dann ist auch das eine Gewohnheit. Das heißt, man hat kognitiv schon ein bisschen weniger Hürde. Und dann kommen die nächsten Schritte. Ich habe jetzt das nach links rechts gesplittet, weil ihr sehen werdet, dass links die 5 Punkte sind einfach genau 5 Schritte vom Konzept, das Mara schon vorgestellt hat. Und die anderen Punkte sind eher so Tipps und Tricks, die man noch nutzen kann. Also möglichst einfache Listen, festen Platz zum Organisieren, weil muss man nicht suchen, wo gehört es hin, wenn man es vorher schon festgelegt hat. Oder eben auch, dass man am Schluss einfach die Arbeit findet, die einen Spaß macht, weil wenn du Spaß bei Arbeit hast, musst du nicht mehr arbeiten etc. Aber das sind einfach so allgemeine Tipps und Tricks, die da noch mit drin sind. Send und dann ist von Leo Babauta. Genau. Bist du fertig? Ja. Outlook. Ja, Outlook ist zum Beispiel auch so ein Tipp. Es heißt immer Inbox Zero, ist auch so ein fancy Hype-Wort, das man oft hört. Im Endeffekt ist es einfach nur, du hast deine Inbox als Outlook und du musst die Inhalte durcharbeiten. Also wenn du mehr wie 1-2 Minuten brauchst für Mail, ist es schon kein Inbox Zero mehr, ist es kein Inbox-Leeren, weil dann machst du schon dieses To-Do, das dahinter steckt. Also gerade wenn man viel hat, man muss erstmal einen Überblick verschaffen. Und wenn es nicht leer ist, nicht Zero, priorisieren. Oder es bleibt eh liegen, weil du im Firefighting-Modus bist. Oder du hast nicht die nächste Verarbeitungsphase, diese 30 Minuten, die man sich dann nimmt, zum Beispiel, wenn man es einfach blockt. Also gibt es einen Tipp, in Outlook kann man das deaktivieren, dass das Symbol leuchtet, wenn es eine Mail gibt. Und dann machst du einfach einen Zeitslot, dass du 2-mal am Tag deine Mails checkst. Wenn es wichtig ist, soll jemand anrufen, der Rest kann warten. Und ja, oft wird die Inbox eben auch verbraucht, missbraucht für andere Zwecke, eben als Referenz, weil die Mail ist wichtig, ich lasse sie in der Inbox und so Geschichten. Da gibt es alle möglichen Sachen. Ja, warte, ich wollte noch was sagen. Kennt man, denke ich. Ich habe nämlich, also ich arbeite schon relativ viele mit Outlook und mit Leuten, die mit Outlook arbeiten. Und ich habe vor kurzem festgestellt, der nächste Schritt und so weiter hatte ich vorher in eigenen Ordnern und habe dann festgestellt, es gibt ja inzwischen Kategorien. Also Tags auf Englisch. Und da kann ich jetzt inzwischen nächste Schritte und gleich das Projekt dazu taggen. Und wenn ich dann suche, dann finde ich immer sofort, das sind alle meine nächsten Schritte. Das sind alle meine Waitings und so weiter. Das kann ich so noch sehr empfehlen. Das ist gut, weil ich hatte nicht einen Ordner für To-Do, einen Ordner für Waiting. Und dann musst du 4-mal am Tag die Mail von To-Do auf Waiting schieben, wieder auf To-Do schieben. Oder die ganze Mailkette, wenn du das als Thread anzeigst. Und das ist sehr nervig. Ja. Aktuell packe ich das alles als Anhang per Tag and Drop einfach in meinen PKM, Personal Knowledge Management System, kann man auch mit OneNote zum Beispiel machen. Und wenn man es dann übergibt, gibt man den Menschen die OneNote-Seite und dort auch die Mails und die Anhänge. Ja. Und ich schiebe alle Mails, wenn sie verarbeitet sind, einfach in Referenzenordner, falls ich es in Outlook schneller suchen will und finde, als wie in meinem persönlichen Wissensarchiv. Genau, dann noch so ein paar Tricks. Es gibt Quick Steps in Outlook, das ist dieser gelbe Pfeil, den ihr seht. Ist einfach zur Automatisierung. Man kann Mails in Ordner verschieben, kopieren und sonstige, ich sag mal, kleine Skripte, Makros definieren. Ich sehe jetzt hier ein paar Auszüge. Interessanter Tipp ist hier auch, wenn ihr das zugesteuert seid, es gibt oft eine rechte Mausklick-Taste auf das To-Do. Das heißt, man kann die drücken, drückt dann auf Q für Quickstep und Pfeiltaste rechts runter, Enter und hat den Quickstep ausgewählt und die Mail bereits verschoben. Dann braucht man die Maus nicht anfassen und muss nicht eben sich wieder ausbremsen oder mental stoppen. Es gibt auch Textbausteine, das sind einfach nur für Coder, Snippets, kann man nutzen. Das klassische, viele Grüße, vielen Dank, bitte nächsten Bild anstoßen oder so. 4 Buchstaben tippen, Tab und Autovervollständigen. Habe ich die letzte Woche schon gesagt. Braucht man alles. Jo. Genau. OneNote, wirst du wahrscheinlich, du bist mehr dazu sagen noch? Oder? Nee, ich benutze kein OneNote. Okay. Wir benutzen beide kein OneNote, aber es ist ein häufiges Tool, was man eben in den meisten Fällen, was viele Leute verwenden und es hat eben ein paar nützliche Sachen. Genau, also wenn man nicht zu komplexe Sachen hat, ist OneNote ganz gut. Ich habe es eine Zeit lang verwendet. Manchmal hast du Probleme bei Syncen mit der Cloud. Dann kriegst du 2 OneNote-Tabs, die du manuell mergen musst und kannst nicht selber diffen etc. Also kann sehr ekelhaft sein, kann auch gut funktionieren, hängt ein bisschen von der Firmeninfrastruktur ab. Und was auch gut ist in OneNote, du kannst dir zum Beispiel eine Art To-Do und ein Waiting-Tab machen oder Datei oder Getting Things Done und kannst dann deine Aufgaben einfach reinschreiben als Bullet Point und mit Aufgabe markieren mit so einer 4-gegen Checkbox, die du abhackst. Das ist dann der Daily oder Weekly Review. Und dann kann man hergehen und die Aufgaben direkt in Outlook synken, dass man quasi das als Aufgabe anlegt. Das sind dann diese roten Fähnchen und die ist dann gesynkt in Outlook. Und dann seht ihr im Kalender, im Outlook, wenn ihr offen habt, könnt ihr unten die Aufgaben einklappen und seht bei jedem Tag unten noch unterm Kalender die Aufgaben und die To-Dos. Was ich gerne mache, zum Beispiel ABC noch präfixen davor, dann Querstrich und dann 10 Minuten, eine Stunde oder so, dann weiß ich auch auf einen Blick im Outlook, wie lange dauert die Aufgabe und habt das im Blick. Ist auch eine Option, wenn man keinen zweiten Kalender hat.
ist halt meistens verfügbar, also ist so die low-hanging fruit, wenn man im Microsoft-Umfeld arbeitet. Nachteil, ähnlich wie bei Wikis, man kann nur hierarchisch linken, weil es Baumstrukturen sind, das haben wir bei Personal Knowledge Management System nicht. Und dadurch muss man sich auch oft schon Gedanken machen über Strukturen, die man vielleicht anfangs noch gar nicht weiß und erst später sich ergeben. Weil man will erstmal dumpen ohne Format, Braindump machen und dann später Strukturen, wenn es mehr wird oder komplexer. Kein Plaintext, kann nicht parsen, kann nicht diffen, kein Git-Sync machen, ist ein bisschen abhängig, kann keine Skripte drüber ziehen, wenn man doch auf einmal Format ändern will oder das Ganze exportieren will für einen Kollegen zum Übergeben. Ja, in meiner Arbeit verwenden meine Kollegen, die sind keine Leute, die aus dem IT-Bereich kommen, die verwenden gern OneNote, eben weil sie gern mit dem Stift reinmalen. Manager. Und für die ist OneNote extrem gut und da finde ich das definitiv sinnvoll, dass man da nochmal drauf eingeht. Und für mich ist es nervig, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo hinklicke, macht es ein neues Fenster auf. Deswegen, also ich bevorzuge eher Plaintext. Wobei ich jetzt angefangen habe, Microsoft To-Do zu verwenden. Und hier kann man das so aufteilen, also die Flagged E-Mails, da haben wir vorher, hast du vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Das sind diese, die man auch in Outlook sieht. Und man kann hier Flagged E-Mails und Tasks als Eingang verwenden. Task ist das, was ich mal kurz eben nebenbei, man kann das auch am Handy benutzen, mal eben nebenbei aufschreiben, was mir irgendjemand wieder reinwirft. Und dann kann ich das hier in Task sammeln als Eingangskorb. Und wenn ich eine E-Mail habe, die nächste Schritte hat, dann kann ich sie flaggen und dann kann ich sie runter verschieben. Und dann habe ich hier, ja? Was da vielleicht wichtig ist mit Flaggen, kann sein, dass es mit neuen Versionen funktioniert. Ich hatte ein bisschen Probleme. Wenn ihr in OneNote was flaggt und dann auch in Outlook das Ganze ist erledigt, markiert, weil das synkt ja hin und her, dann wird es nicht zurückgespiegelt auf OneNote. Das heißt, man hat irgendwie so Master-Slave-System und wenn ich halt mein Master jetzt in OneNote habe, muss ich in OneNote bleiben, weil sonst teilweise das dann wieder nicht kapiert wird, etc. Also mit Your mileage may vary. Mit To-Do hatte ich tatsächlich bisher keine Probleme, die synken. Vielleicht ein bisschen mehr darauf ausgelegt, Sachen abzuhaken. Genau, also ich habe hier meine nächsten Schritte. Ihr seht, was ich hier für nächste Schritte Listen habe. Das kann man machen, wenn man ein bisschen länger damit zu tun hat und ein bisschen synken. Ihr habt, seht ihr auch wiederkehrend, da ist noch eine andere Person dabei, die hoffentlich auch die Backups fährt. Dann habe ich hier Warten auf. Das ist tatsächlich, da brauche ich keine unterschiedlichen Listen. Ich habe einfach nur, irgendjemand wollte mir irgendwas bringen und ich schreibe dann meistens noch dazu, wann die Person diese Sache erledigen wollte und wann ich diese E-Mail rausgeschickt habe. Und dann haben wir hier den Projektbereich, da habe ich auch zwei verschiedene. Das eine da unten ist ein Sammelbereich für Sachen, die ich WerkstudentInnen oder sowas geben kann. Das heißt, das mache ich gar nicht selber. Und oben sind meine eigenen Projekte. Da steht wirklich normalerweise nur das Projekt, der Projektname. Und sonst vielleicht noch ein paar Notizen dazu. Und das Letzte ist natürlich irgendwann vielleicht, das ist das, was ich dann abgebe, sobald wieder zu viele neue Sachen reinkommen. Und wenn ich dann gefragt werde, hey, warum ist das irgendwie stecken geblieben, sage ich, naja, also da haben wir jetzt so lange nicht mehr dran gearbeitet. Das ist jetzt da drin. Oder irgendwelche Wünsche, die ich gerne habe, die packe ich dann auch da rein. Genau, also entweder Sachen, die halt gemacht gehören, aber nie gemacht werden seit einem Jahr, weil was anderes immer wichtiger ist, sind einfach in der Priorität dann ABC, C oder ein Maybe und liegen ewig herum. Genau. Ja. Ah, wir gehen jetzt noch auf tatsächlich andere Systeme ein, die ein bisschen, sag ich mal, informatikerfreundlicher sind. Genau. Also das ist jetzt für Leute, die ein bisschen weiter einsteigen wollen. Da gibt es auch meistens die PKM oder PIM, also Personal Knowledge Management oder Personal Information Management Systeme. Das ist das Nonplusultra, wird oft verwendet, wenn man irgendwie wissenschaftliche Arbeiten macht und Papers vergleichen muss und sonst irgendwie. Basiert auf Niklas Luhmann mit Zettelkastensystem. Ist jetzt nur so, dass man es mal gehört hat. Der hat im Endeffekt mehrere, ich glaube 80 Bücher und Paper und so geschrieben in seinem Leben. Und das hat er einfach gemacht, indem er so ein System hatte und hatte dann, wenn er ein Buch geschrieben hat, einfach schon alles da, hat es eigentlich nur noch copy-pasted, umstrukturiert und dann noch sauber ausformuliert und das Buch war fertig. Und aktuell gibt es da, meiner Meinung nach, ich habe mir in der Landschaft ein bisschen umgeschaut, so 3-4 gute Tools. Das eine wäre Obsidian, Obsidian MD, das kann Markdown, ist Open Source, aber der Server-Teil ist nicht ganz Open Source, weil man kann Obsidian auch ans Handy synken und irgendwie so eine Vault oder so nutzen für Cloud-Speichern der Daten. Da hast du ein paar Erfahrungen, glaube ich, wenn es wäre. Ja, genau. Also da könnt ihr auch mich mal fragen. Ich benutze Obsidian tatsächlich privat jeden Tag. Mega praktisch, aber definitiv nicht ganz Open Source. Man kann aber irgendwelche Plugins, die kann man jederzeit mit reinholen. Die sind alle von irgendwelchen Usern gebaut. Und es sieht sehr schön aus und man kann natürlich Themes dazu packen etc.
Ich weiß nicht, ob Sie auch CSS sind beim Theming. Ich glaube schon, weil es meistens weiß CSS ist. Weiß ich nicht, ich nehme den Default. Okay. Und Logsec ist auch so ein Tool, das ist komplett Open Source. Da kann man Themes CSS-mäßig einstellen und kann entweder Markdown-Format oder Org von OrgMode, Emacs OrgMode. Das ist komplett Open Source. Und entweder man jetzt Markdown hat und es richtig konfiguriert, bezüglich Dateiname etc., kann man dieses gleiche System und die gleichen Files mit Obsidian und Logsec gleichzeitig nutzen und verarbeiten. Einziger Unterschied, Logsec ist ein Outliner-Tool, das heißt, jeder Punkt, den ihr habt, hat einen Bullet Point und unter Bullet Points. In Obsidian muss man keine Bullet Points haben, sondern kann auch Text haben. Also beide können unter dem Bullet Point frei Floating Text haben, aber es ist ein kleiner Unterschied, den man vielleicht mal wissen sollte, wenn man drüber fällt. Wenn man OrgMode-Format nimmt für Logsec, kann man Logsec parallel mit Emacs nutzen, mit OrgMode. Vorteil von Emacs ist, man hat halt Literal Programming, also ähnlich wie bei Jupyter Notebooks und ähnlichem, kann Code schreiben, Codeblock direkt ausführen und parsen und dazwischen wieder Doku schreiben. Nachteil ist, dafür, dass es so flexibel ist, Emacs ist sehr speziell und braucht Einarbeitung. Und dann gibt es noch Super-Optimal-Tools, das sind einfach so geschlossenes Format oder es ist eine Cloud das Ganze, man hat dann seine privaten Daten in der Cloud bei irgendwelchen Leuten liegen, es gibt ein Vendor-Login, Microsoft und Co. Da gibt es viele andere Tools wie Notion, Roam, Evernote, die man schon gehört hat, wo viele Leute toll finden, grafisch natürlich toll mit super Symbolen etc., Sortierfeatures, aber eben nicht langfristig gut. Das Wichtige ist eben, dass es nicht um das Tool geht, es geht um die Methode. Deswegen haben wir dir am Anfang so viel erklärt und diese Folien, die ihr am Anfang gesehen haben, mit was muss ich entscheiden, wie sehen die Listen aus, das ist das Entscheidende. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr prinzipiell mit jedem Tool arbeiten und könnt euch das Tool aussuchen, wie euch das gerade am besten passt. Genau, dann habt ihr einfach Textfiles und könnt es anpassen, könnt Skripte bauen, könnt es erweitern, Open Source nutzen und seid langfristig gut aufgestellt, weil wenn man irgendwann tausende von Dateien hat und muss die alle ummergen, ohne dass man jetzt irgendwie scrappen und parsen kann mit ein paar Skripten, ist nicht zu empfehlen. Ich fand es auch am Anfang sehr hilfreich, einfach mal alles auf einen Zettel zu packen und dann habe ich die Zettel auf größere Zettel geklebt, die hießen dann wie die Projekte, um mal herauszufinden, was habe ich denn jetzt eigentlich überhaupt zu tun, und es war halt wirklich so ein riesen fetter Haufen. Und das ist einfach schön, das physikalisch mal zu sehen. Ja. Dann sieht man, was eigentlich wirklich zu tun ist, so wie wenn man alles auf einen Blick hat. Ich habe die Hälfte gleich weggeschmissen. Also das war dann einfach zu viel zu machen. Einfach und irgendwann vielleicht. Ja. Und wie die Katze am Anfang, wenn man jetzt einen Zettel nimmt, dann ist man nicht überlastet, weil man einfach sagt, was ist jetzt hier zu tun konkret, und dann wirft man ihn weg und gut ist. Ja, kurzer Verweis, ich habe einen ähnlichen Talk gehalten mit viel, zum großen Teil im gleichen Inhalt, sage ich mal, bloß viel mehr Information Dump, Information Overloading, ein paar mehr Tricks und jetzt ein bisschen mehr streamlined und ein bisschen, ich sag mal, vielleicht kognitiv einfacher und mit deinen Infos nur vermerged. Aber wer Interesse hat, anderer Talk ist hier und kann man ja mailen oder später anquatschen auf dem Event und dann, genau. Und das Ganze haben wir natürlich nicht erfunden, das war ein Typ namens David Allen. Und hier habe ich die zwei Bücher verlinkt. Und das eine ist das Workbook, mit dem ich tatsächlich erstmal diese Hürde geschafft habe, dass ich damit anfangen kann. Und das andere ist eben das Buch, das man sich mehrmals, laut dem Autor, mehrmals durchlesen kann, je nachdem, in welcher Stage man ist. Und wenn ihr die Folien öffnet, dann solltet ihr auch diesen Link dann direkt, ich weiß gar nicht, wo der hinführt, irgendwo hin, wo es diese Bücher auf jeden Fall gibt. Genau, das ist jetzt auch wieder das Interessante, eben take what you need, weil jeder Kopf funktioniert anders und dann kann man eben individuell eingehen auf die Leute. Ich wollte das Workbook nicht, weil ich bin nur jemand, der autodidaktisch ist und gelangweilt ist, wenn es zu langsam ist. Andererseits kann man da gerailroadet werden, wenn man einfach nicht so viel Kappa hat und es nebenbei einfach mal machen will oder so. Ja, jeder lernt anders, sage ich mal, oder? Ja, ich war am Anfang erstmal überfordert überhaupt davon, dass es so viel ist, ne? Aber tatsächlich inzwischen fühlt es sich relativ angenehm an. Und genau, ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen und die Chicken Bros. Hoffentlich waren es genug. Wir haben hier noch, wir haben keine mehr. Die habe ich alle ausgeblendet. Okay, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie so Beispiele vielleicht, wie man das Ganze nutzen kann mit dem Workflow oder so, gern her damit, können wir gerne durchgehen kurz live. Ansonsten auch gerne später auf dem Event. Dankeschön. Sonst sind das ist tatsächlich eine Frage. Ja. How to images? In Obsidian? Welche Images? Also Bilder.
Also bei Logseq ist Drag and Drop oder Slash Upload ein Asset und kann auswählen, weil dann geht der Explorer auf und wählt man das aus. Bei Obsidian ist, glaube ich, das Gleiche. Also ich habe das, glaube ich, auch mit Drag and Drop gemacht, weil das Tool geht ja so. Man hat drei Ordner, man hat seine Pages, wo die Markdown- und Org-Mount-Files sind, man hat seine Assets, da sind alle externe Referenzen etc. bla bla, PowerPoint, E-Mail. Und wenn ich ein Image hochlade und dann mache es per Drag and Drop, dann zieht er einfach einen Link rein quasi mit Ecke, Klammer auf, Slash Pfad zum Image, Ecke, Klammer zu, Ecke, Klammer zu. Und hast du schon Demo gemacht? Ich weiß jetzt nicht. Nein, ich habe mein eigenes. Und im Asset-Ordner lädt das hoch und hängt vielleicht noch ein Hash oder so ran, damit er eben das weiß. Gerade wenn es das gleiche dreimal hochlädt, hat halt dann verschiedene Namen, um das unique zu machen. Das sind die alle PKM. Gerne zeigen oder was? Ich glaube, da bist du mehr drin. Ich hab gerade einen Screenshot gemacht und ihn mit der Maus reingezogen. Also ich habe tatsächlich mit Copy-Paste das nicht machen können. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass er das hier nicht speichert bei mir. Kann ich hier Copy? In also, Emacs ist es ein bisschen schwieriger, da muss man wieder Hand anlegen. Ne? Aber deswegen kannst du zum Beispiel dann das in Obsidian Logseq machen und den anderen Zeug in Emacs. Also ich mache zum Beispiel meine To-Dos auf Waiting switchen und Übersichten, Filtern, Taggen und so in Emacs und den ganzen Infrastrukturmanagement dann mit Obsidian Logseq. Aktuell kann man sich beliebig dann austoben, wenn man Bock hat. Ja. Also man sieht hier auf der linken Seite, dass der Screenshot jetzt hier natürlich einfach random gespeichert wird. Ich habe das tatsächlich zeitweise so gemacht, dass ich einfach einen Ordner dann gemacht habe, wo ich es rüberziehe. Der findet es trotzdem, glaube ich. Man muss aber überhaupt nicht mit dieser Seite hier arbeiten. Aber ja, wenn ich Screenshots reinmachen möchte, dann mache ich das so. Man sieht, dass ich hier praktisch nie Screenshots reinmache. Ich notiere immer alles in Plaintext. Genau, und Strg C, Strg V und so weiter. Dass das Ganze flach ist von der Struktur, ist eben das, weil man nicht weiß vom Kontext. Ne? Kategorie A, Kategorie B, danach sucht man B und A. Da gibt es eben auch verschiedene Philosophien, wie man sich ins Knie schießt oder eben auch nicht. Weil einmal suche ich nach Fußball, einmal nach Sport und dann suche ich es unter Sport, obwohl es unter Fußball gespeichert ist und so. Und deswegen ist das immer eine flache Hierarchie bei den Tools, weil das Tool für einen ja die Strukturierung übernimmt. Und da hat man auch die Flexibilität, dass man anfangs die Struktur nicht macht und später zupackt oder ändert, um das ganze System zu zerschießen und ist ein bisschen modularer. Ja, Obsidian hat irgendwie noch so coole Features mit, man kann sich irgendwie alle seine Dateien mit Faden anzeigen lassen, so sieht das halt bei mir aus. Man sieht hier diesen Blobbel hier, das ist mein Getting Things Done, weil ich nächste Schritte und Projekte immer verlinke. Und das ganze andere ist halt mein PKM-System, ist wie ein Wiki. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, dann schreibe ich das meistens ins Wiki oder wenn ich eine Referenz habe, dann habe ich dieses PKM auf der Seite. Man sieht hier auf der linken Seite PKM und oben Getting Things Done. Genau, das Interessante für sowas ist, man kann da auch filtern nach bestimmten Tags oder Files und sieht dann die Abhängigkeiten, also erste Verwandte, zweite Verwandte etc. und schafft dann natürlich auch neue Querverbindungen und neue Inspirationen, gerade wenn man jetzt irgendwie forscht, dass man sieht, da gibt es einen Zusammenhang, den man vorher nicht gesehen hat. Oder auch als Autor, Schriftsteller, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt irgendwie ein Buch, einen Roman und dann habe ich meine Charaktere und dann sehe ich da die ganzen Verhältnisse oder whatever. Also ich sag mal, da kann man sehr viel machen, je nach Anwendungszweck. Also ich benutze das hier, benutze ich eigentlich nie. Es sieht halt cool aus, wenn mich jemand fragt, wie viele Dateien hast du denn da drin? Keine Ahnung. Oder wenn ich irgendwas Cooles zeigen will, Leuten, die was Visuelles brauchen. Bei mir das Gleiche. Weitere Fragen? Genau, vielleicht kurz, was der Unterschied ist zwischen diesen Baumstrukturen und diesen PKM-Systemen. Es ist genau das Gleiche wie ein Wiki. Ihr habt nur Textfiles, ihr habt Links. Die Links sind einfach Referenzen auf andere Textfiles oder auch Kapitel. Man kann Textblöcke als Referenz einbinden. Der Unterschied ist, es gibt auch. Ja, der Mikro geht aus. Vielleicht kein Batterie mehr oder so. Oder ihr halt falsch. Man kann halt im Endeffekt auch sehen, welche Dateien verlinken auf die aktuelle Datei. Das sind die Backlinks quasi, dass man die Rückrichtung sieht. Und auch kann man wie ein neuronales Netz, wie ihr es gesehen habt, oder wie Neuronen im Hirn oder ähnliches, beliebige Strukturen und Abhängigkeiten aufbauen, weil das Problem ist, ich mache zum Beispiel so, ich hab zum Beispiel Daily Journal, für jeden Tag habe ich Können wir ein anderes Mikro kurz Können wir das zweite nehmen, wenn es ist? Technik versagt. Geht das so halbwegs? Ja.
Passt. Ich habe zum Beispiel einfach ein Daily Journal, dass ich für jeden Tag einen File anlege. Da schreibe ich mir Notizen rein. Abends kann ich die dann durchgehen. Dann habe ich auch gesehen, auch wenn ich mich fühle, dass ich den ganzen Tag nichts geschafft habe, ich habe doch was getan und schreibe dann Meetings und alles mit Präfix, Meeting, Zeitstempel und dann Name vom Meeting rein als Link. Und dann arbeite ich im Meeting drin, atomar. Also atomar ist es wichtig, damit man es auf linken kann. Habe zum Beispiel dann auch Leute mit als Link verlinkt mit dem Präfix @ Name von den Menschen. Vorteil ist, ich kann dann, wenn ich nicht mehr genau weiß, in welchem Kontext, ich sag mal, ich war diese Skulptur und Einblickwinkel ist nie genug, sie ganz zu betrachten, beziehungsweise die Leute haben immer Probleme mit Baumstrukturen und wissen nicht, warum sie auf die Schnauze fliegen. Das Problem ist, weil man einfach das als Datenbank sieht und nach verschiedenen Sachen sortiert. Einmal will ich Spalte AB, dann will ich CE oder CA sehen und jeder Mensch in der Fokus oder jede Abteilung hat auch andere interessante Sachen, die sie interessieren. Und das muss man eben dann verschieden anzeigen und filtern können. Also wie Enterprise Architect oder so, wer Architekt ist, ist ja, man hat ein Modell und was ich dann sehen will vom Modell, sind dann die Diagramme. Das heißt, zeigen mir in meinen 2-3 Dimensionen diese und diese Sachen an. Und wenn ich es so mache, kann ich zum Beispiel eben sagen, okay, ich weiß jetzt den Tag noch oder ich weiß den Namen vom Meeting, Strong F, Suche, oder ich weiß den Menschen, der drin war, oder kann es beliebig kombinieren und finde alles dadurch durch die Verlinkungen. Ja. Ja. Halt mal kurz, reden wir mit sozialen Situationen. Beim Mittagessen sagt jemand irgendwas. Man möchte sich das. Ja. Stell es sich vor, man ist in einer sozialen Situation mit mehreren Menschen und man kriegt eine Aufgabe. Wie schreibe ich die jetzt auf und wann? Also ich schreibe sofort auf und je nachdem, wie viel Zeit ich habe und ob ich Angst habe, dass meinen Kopf zu verlieren oder Details zu vergessen, wenn es hier ein Prinzip ist und so, schreibe ich mir jetzt erstmal grob auf und formuliere es später auf, aus oder mache vielleicht einen kurzen Zeitblocker in meiner To-Do-Kalendereinheit, wo ich sage, genau ausarbeiten quasi. Also wie ein Projekt, das ich einfach nur mal durchdenken muss, To-Dos und Abhängigkeits-To-Dos, nächste To-Dos, wie so ein Gantt-Diagramm aufzubauen, dass ich erstmal diesen Haken habe sozusagen, diesen Reminder. Das kann man beliebig machen, kann man eben auch, ja, ideal ist ein Capture-Tool, dass du sagst, digital halt schnell irgendwie, in 2 Sekunden muss das Ding auf sein, dann schreibst du es rein, machst weiter, dass du nicht unterbrochen wirst. Oder beim Mittagessen ein kleines Notizbuch mit einem Stift zum Beispiel. Dann kann man es aufschreiben, reißt den Zettel raus, packt es in seine Inbox oder so. Oder wenn man am PC ist nach Mittagessen, kann man es dann eben schnell verarbeiten. Oder abends verarbeiten, wenn man eben wenn man abends seine Inboxen leert, dass man dann eben das auch mit rein pflegt. Ist das so? Ist es eine, okay, oder ist es eine Aufgabe? Ich habe es jetzt so verstanden, dass es eine Aufgabe ist, wo mehrere Leute daran beteiligt sind. Ja gut, das ist, glaube ich, eine andere Frage, wenn man, also, dass man solche Tools kollaborativ verwendet, passiert nicht, oder? Also okay. Ich würde sagen, wenn ich jetzt eine Aufgabe bekomme und mehrere Leute dran arbeiten, dann ist es ja eigentlich schon fast ein Projekt, weil ich davon ausgehe, dass es aus mehreren Schritten besteht, weil ich ja nicht gleichzeitig an einem Schritt zusammenarbeiten kann. Und dann würde ich behaupten, ich würde tatsächlich einer meiner Tools, die habe ich immer am Handy, mache ich auf und schreibe erstmal alles runter zu dem Projekt und das kommt in die Eingangsliste, also Eingangskorb. Und erst danach, wenn ich in Ruhe da sitze, dann kann ich raussortieren aus dem Gespräch heraus, welche Aufgabe mache ich denn jetzt überhaupt, was sind meine nächsten Schritte und welche nächsten Schritte haben andere und muss ich dann ein Warten aufmachen, weil ich weiß, ich habe jetzt da die Aufgabe, aber ich kann zum Beispiel bei irgendwas nicht weitermachen, weil ich auf die andere Person warten muss. Und deswegen wäre das für mich ein Projekt, das angelegt wird. Aber diese Gedanken mache ich mir dann erst hinterher. Also ich schreibe alles erstmal auf. Beziehungsweise, ich glaube, der Aspekt ist auch, ob das jetzt selbst genutzt wird oder ob wir jetzt ein Team managen. Magst du mir das Mikrofon ein bisschen weiter oben halten? Ich glaube, du verdeckst den Sender nämlich. Genau. So. Hier? Wenn du unten greifst, glaube ich, verdeckst du den Sender ein bisschen. Ach so. Nicht unten greifen. Genau, wenn du ein bisschen weiter oben... Ah, oben. So. Achso. Passt. ich glaube, die Frage war halt auch... Je nachdem, ob man jetzt nur für sich selbst das Ganze nutzt oder auch andere Leute managen und ausphasen und so weiter muss. Das ist ein bisschen allgemeine Kommunikationstheorie, wo ich auch schon viel rumgespielt habe. Das Problem ist, wenn du es für dich aufschreibst, du schreibst es oft, wenn es schnell gehen muss, implizit und nicht den ganzen Kontext etc., weil es nicht gleichzeitig immer sofort ein Wiki-Artikel mit dem How-To ist für alle. Das spart dir einfach Zeit. Wenn du aber weißt, dass du es sowieso für andere aufbauen musst, macht man es halt dann gleich sauber und gibt ihm 10 Minuten mehr. Aber das ist ein bisschen so eine
Entscheidungsfrage, sage ich einmal. Und das PKM oder generell das System an sich ist für einen selbst. Wenn ich ein Team manage, dann mache ich halt einfach, okay, ich habe das jetzt delegiert, pack's in Waiting und mache vielleicht für die Leute Tags, also dass ich weiß, okay, was habe ich dem alles delegiert, was habe ich dem delegiert, dass ich sagen kann, okay, man kann es ein Jira machen zum Beispiel, dass man einfach dann so ein Jira-Board hat, wo das ganze Team arbeitet und dann kann ich auch die Leute filtern, was muss Mensch A, Mensch B aktuell machen. Und wenn es ums Übergeben von Aufgaben und Projekten geht, der Vorteil von den Tools ist halt, man kann das relativ schnell nutzen, weil es Textfiles sind. Das heißt, man kann es in Pandoc zum Beispiel dann in LaTeX formatieren, dann vielleicht ein paar Skripte drauf, dass man offiziellen Firmenheader reinpackt, dann macht man PDF und dann gibt es den Menschen. Aber das sind sehr persönliche Sachen. Also wenn jetzt einer nie mit Emacs, Org-Mode, schlimmstenfalls, oder ob sie denn so also gearbeitet hat, ist immer eine gewisse Hürde, das den Leuten zu begeben. Zur Not kannst du halt das Ganze mit Pandoc in Word exportieren, die Menschen rüberschubsen. Oder wenn du in OneNote arbeitest, gibst du den Menschen das OneNote-File, weil dann kannst du nämlich bei der Übergabe den Menschen direkt das Ding geben, kurz durchsprechen und wenn ihm noch was nicht passt, kannst du umformatieren und sie Notizen machen. Oder hast ein Jira-Board oder irgend so Zeugs, wo du den ganzen Kontext reinschreibst, wenn du das Assign-System Menschen einfach und zur Not hast du ein 5-Minuten-Meeting, sprichst du durch, sagst, ist alles klar, wenn nicht, kann er direkt die Sachen ergänzen etc. Also muss man unterscheiden zwischen für einen selbst und Team. Ja. Weitere Fragen? Sonst auch gern wann anders oder per E-Mail. Wir sind noch eine Zeit da, genau. Ich bin gerade erst angekommen. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, können wir das Mikro ausmachen und beenden. Vielen Dank.